stand auf Messers Schneide irgendwann mal auch. Ob du sowas dann auch beendest. Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Mein Name ist Patrick Müller-Weirich, aber offiziell kennt man mich in der Szene als der Paco. Ich bin Musiker. Hat man bei mir den Verdacht geäußert, dass ich an einer multiplen Sklerose erkrankt sein könnte. 2011 hat sich dieser Verdacht verhärtet. Die Diagnose als Musiker zu bekommen, sie haben eine multiple Sklerose, ist quasi ein, das ist wie ein Todesurteil irgendwo. Ich nenne es immer Sterben auf Raten. Man hat mir damals gesagt, oh ja, Herr Müller-Weirich, Ihre Augen sind Ihre Achillessehne. Sie müssen damit rechnen, irgendwann zu erblinden. Und wenn du entweder Noten liest oder Noten schreibst oder am Bildschirm arbeitest und man sagt dir, du erblindest, dann ist es wie ein Todesurteil. Und wenn das nächste heißt, ja, Sie werden irgendwann im Rollstuhl sitzen, dann bin ich froh, dass ich kein Schlagzeuger bin, dann würde ich halt im Rollstuhl Bass spielen. Aber wenn die ganze Motorik verloren geht, dann funktioniert das halt eben nicht mehr. Ich war von einem Tag auf den anderen plötzlich im Krankenhaus. Ich habe von einem Tag auf den anderen nicht mehr unterrichten können. Ich konnte von einem Tag auf den anderen, bin ich bei vielen Bands ausgestiegen. Das macht sich finanziell bemerkbar, das macht sich aber auch bei der Familie bemerkbar. Es gab keine Übergangszeit, dieser Hammer plötzlich. Man wird aus dem Leben rausgerissen und damit musst du klarkommen. Zeitgleich bin ich auch noch Papa geworden und das ganze Leben, wenn du quasi diesen Plan hast und sagst, du willst irgendwann eine Familie gründen, du willst Papa werden und dann willst du für diesen jungen Menschen da sein und du willst ihm ein Vorbild sein, du willst stark sein für die Familie. Und in dem Moment sagt dir jemand, sieht so aus, ab jetzt bergabwärts. Das war schlimm zu verkraften, das war schlimm zu akzeptieren. Die Partnerschaft hat es leider nicht gepackt, sie hat es nicht überlebt. Wir waren ziemlich lange zusammen, haben dann geheiratet, im Zuge der Diagnose dann auch, um das Ganze auf einen festen Sockel zu stellen. Um den ganzen Rahmen zu geben, auch finanziell. Man weiß ja nicht, was als Selbstständiger dann auf einen zukommt. Aber in guten wie in schlechten Zeiten hat dann da auch nicht mehr geholfen. Also, ja, leider. Ich habe leider ein schlechtes Verhältnis zur Schulmedizin. Weil ich letztendlich sagen muss, sie hat mich irgendwo fast umgebracht. Sie hat die Familie auseinandergebracht, sie hat das Ganze zerstört. Ich gehe inzwischen einen alternativen Weg. Ich fahre damit ganz gut. 7 Jahre später habe ich keine Anzeichen, keine Läsionen, keine Einschränkungen. Ich habe einen tollen Neurologen, der das Ganze überwacht. Ich habe inzwischen auch einen tollen Hausarzt und diverse andere Ärzte, die ich aber auch nicht sofort gefunden habe. Also ich musste suchen. Und vielleicht ist das auch eine Message, die ich weitergeben möchte. Man soll sich unbedingt eine Zweitmeinung einholen. Man soll unbedingt weitersuchen. Man soll nicht gleich das für wahre Münze nehmen, weil wäre das gewesen, dann wäre ich heute vielleicht gar nicht mehr hier.